Servus Leute, ich bin Zetaber und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem Squad Builder Battle um eine Team of the Year Nominees Karte. Und der gute Mann heißt Sergio Agüero. Und das Ganze nicht alleine, sondern gegen unseren Ehrenbruder namens Bossio. Moin Freunde, was geht ab? Bossio am Start. Ich hab auf jeden Fall Bock. Der Agüero sieht sehr, sehr sexy aus. Schon die ganzen Karten sehen echt sehr geil aus. Ich hab auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, das ganze Battle hier gefällt euch. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da beim lieben Tabak. Tabak, bist du bereit für Agüero, Sergio? Vielleicht wird heute was Eskalat. Team of the Year Zeit bald dann und die Nominees-Karten. Das ist schon ein gutes Zeichen, weißt du? Und Freunde, lasst auch gerne auf diesem Video einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir Bossio 4000. Was sagst du? 4444. Und lass natürlich gerne ein Abo da. Wir haben auch bei Bossio eine Folge aufgenommen. Links oben in der Videobeschreibung. Und jetzt, bevor wir gleich aber anfangen mit den Spielern, würde ich sagen, gehen wir rüber zu einer Kooperation. Wir haben heute eine Kooperation mit Lootboy. Die Seite habe ich euch vor wenigen Wochen schon vorgestellt. Zwar hat Lootboy wieder ein richtig cooles Angebot für uns. Und dieses geht von jetzt bis Montag um 11 Uhr mittags. Wer sich von euch also 10 FIFA Premium Lootpacks gönnt, bekommt zusätzlich 5 Lootpacks geschenkt. In Form von 500 Diamanten. Und wir werden heute wieder versuchen, FIFA Points zu ergattern. Nachdem wir beim letzten Mal kostenlos Packs geöffnet haben durch das Diamanten-Feature, nehmen wir heute mal 10 Euro in die Hand und ich würde sagen, let's go. Wir haben jetzt 10 Premium-Loot-Packs am Start und wir schauen, ob wir möglicherweise Footpoints bekommen. Letztes Mal haben wir ja um einen eigenen Wallpaper gezogen. Jetzt gucken wir mal, was da so drin sein wird. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Päckchen und erhalten zuallererst schon mal einen Gutschein. Und jetzt wird es aber vor allem spannend. Wir gehen zur Premium-Loot-Card. Sind da FIFA-Points am Start oder hier eine Vollversion für den PC? Wir bekommen wieder einen Gutschein. 15% ist auf jeden Fall wirklich nice. Ich glaube, das ist auf Headsets. Und dann gehen wir zur Premium Loot Card und bitte, Baby, let's go. Wir bekommen eine Vollversion für den PC. Alles klar. Schaut mal, 24% auf einen Gaming-Stuhl. Finde ich zum Beispiel richtig nice. Es hört nicht auf. Nächstes Set ist am Start. Lootboy Wallpaper Gutschein und Wallpaper X. Dann gehen wir rüber zum Spiel Brands Ocean Rivals. Freunde, wir haben jetzt unsere 10 Packs geöffnet. Das Coole ist jetzt, wir bekommen ein Bonus-Bundle geschenkt. Sprich, weitere 500 Diamanten. Und dann kann man wieder 5-mal das Pack öffnen. Dazu gibt es natürlich auch noch das Gold Rush Pack. Dieses bekommt ihr nämlich geschenkt, nachdem ihr eben auch 10 Premium Loot Packs geöffnet habt. Und das werden wir jetzt öffnen. Was da alles drin sein kann, ich sage euch nur eins, Wallpaper als auch eben FIFA Points. Ich würde sagen, wir schauen uns an, was wird da jetzt drin sein. 3, 2, 1, wir öffnen das Set und wir erhalten nochmal 10 Diamanten, Freunde. Nochmals eine Vollversion, leider keine FIFA Points. Aber trotzdem können wir uns da wieder weiter hocharbeiten, weil ihr wisst ja, man kann auch durch Diamanten wieder weitere Packs öffnen. Wichtig zu erwähnen ist allgemein die Foot Points Aktion. Gilt nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und mit dem Code FIFA20 schenkt euch Lootboy 20 Diamanten als auch 2000 Loot Coins. Ihr müsst dann einfach auf Code einlösen gehen und falls ihr iOS-User seid, macht das bitte über die Webseite. Den Link zur App findet ihr oben in der Videobeschreibung, checkt das gerne ab und ich würde sagen, wir gehen rüber zum Video. Erste Runde, erstes Glück, übrigens heute 3. Advent, Jungs, deswegen habt einfach einen schönen Tag, Digga, und genießt den Discard von Bossio später, so ein Ding. Ich bin gegangen im Sturm mit dem Heiligen von mir, ja, hinter mir hängt ein Trikot von ihm und zwar Baby Crespo. Und im ZM gehe ich Paulo Dybala. Okay, hast du dich entschieden für argentinisches gutes Rindfleisch, gell? Ich habe aufgeschrieben Lucas und Rashford. Ja, da dachte er, der macht ja den Sparfuchs-Boss hier, ne? Du hast ein argentinisches Icon vorne im Sturm. Und ich muss sagen, ich habe keine argentinische Icon, sondern wir haben zum einen, da habe ich so Angst, dass du den hast, den Gabriel Jesus. Bitte, Mashallah, Bruder. Und im ZOM haben wir eine Ikone. Ich weiß nicht, ob du eine Ikone aufgeschrieben hast, aber Butra Gueno, Bruder, komm rein in mein Team. Ich liebe den. Digga, es ist einfach wieder dasselbe passiert wie vorhin. Ich habe aufgeschrieben, Silva und Butra, weil ich dachte, du gehst mit Butra als Stürmer, aber du gehst mit Butra als ZOM. Du hast meine Ikone rausgehauen. Digga, ich dachte, du gehst wieder mit Silva, weil den für den Erstbiss hattest, dachte ich, komm. Und dann noch ein spanischer Icon vielleicht. Geil, GG, Boss. Kannst du einen Torwart hinhauen? Bronze-Torwart. Achso, im ZOM, oder? Ganz geil. So, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Ich halte mal rein. Ich bin gespannt, wie du gegangen bist mit deinem Butra da, Spanier. Ich hab mal was aufgeschrieben. Ne? Einfach mal blind rein. Also, ihr dürft euch jetzt übrigens nicht wundern, falls jetzt ein Spieler nicht auf volle Chemie kommt, weil mein Icon ist ja weg, logischerweise. Genau. Deswegen fangen wir an mit dem linken ZM. Und du kennst mich, da muss immer mal ein Kroate irgendwo mal am Start sein. Zum einen haben wir Luka Modric in Form. Dann haben wir als nächstes Rakitic, seine UCL-Karte. Und zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Toti-Nominees-Karte und das ist Frankie Mankey de Jong. Du und deine Kroaten, ne? Ich bin tatsächlich mit La Lila gegangen. Du
siehst mich jedes Mal, oder was? Ich dachte, du gehst in die Mitte mit Saul Hamdelila, also Saul von Atletico. Hab dann halt noch Party aufgeschrieben für eine kleine Party. Und Frenkie, nie zu vergessen, der Ehrengast für jede Party. Frenkie de Jong, kannst du raushauen, Bronze bitte. Also du gönnst keine Eike, du gönnst keine Team of the Year-Karten. Okay. Weniger zu diskarten. Never give up. Haben schon viele Legenden gesagt. Okay. Wir machen weiter, du bist dran. Wir fangen links an. Ich habe es sehr, sehr kreativ gemacht. Deswegen hat es auch so lange gedauert beim Team. Okay. Und zwar von links nach rechts. Links ZM Tolisso, Mitte Kimmich, rechts Goretzka. Ah, okay. Bist du in drei verschiedenen Ligen gegangen? Ich habe mich für Matuidi, Rabiot und Loschelso entschieden, weil Argentinier da. Und halt Juve Link und so. So, Bosio, jetzt wird es an der Zeit, endlich mal einen Plausch wieder reinzuhauen, weil so geht das nicht, weißt du? Ich bin mal gespannt. Also, es könnte sein, dass du den Rechtsverteidiger hast. Ich bin natürlich auf einen Strongling gegangen. Und da gab es zwei Möglichkeiten, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich gerade noch schnell tausche, vielleicht. Nichts tauschen, Mensch, hör auf. Ich entscheide mich für Klostermann. Ich habe Mitchell Weiser aufgeschrieben. Oh mein Gott. und links habe ich Wendell. Ich habe mich links auf den Strongling entschieden und das ist Rossi. Ja, alles klar. Ich fange an mit dem Rechtsverteidiger. Du hast mir, so nett wie du bist, meine zwei coolsten Spieler rausgehauen. Du hast jetzt zweimal 50-50, okay? Ja. So, von Insel her. Und ich nehme immer gerne Stronglings, das weiß man. Wenn ich jetzt Semedo nehme, oder nehme ich doch diesen Sergio Roberto? Und ein Ehrenmann hat mir 2,5 Millionen Münzen gebracht. Okay, ich hatte mir 1000 Mal Roberto geholt. Das war Glück. Und Glück hoffentlich jetzt auch, dass du ihn nicht hast. Ich habe auf jeden Fall Roberto genommen. Ich hoffe, du hast Semedo, aber wahrscheinlich hast du eh Roberto, weil du denkst. Ja, mhm. Du weißt, was ich denke. Und Marcelo. Links habe ich Marcelo. Das waren genau die zwei Spieler, wo ich genau wusste, dass du am meisten Bindung zu ihm hast. Roberto wegen den Millionen und Marcelo haben wir erst vorhin drüber geredet. Und ich schreibe genau Semedo und Mondi auf. Echt jetzt? Ich schwöre. Die zwei Spieler waren eigentlich am, also das sind die schlechtesten. Ja, richtig. Aber das war eigentlich am klarsten so, wegen worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Und ich schreibe einfach trotzdem beide auf. Aber ich meine, du kannst sie nehmen. Ich bin dir gerade dankbar. Dann gehen wir rüber zu den letzten Positionen. Verteidiger und Torwart. Du hast doch keinen Bronzespieler, gell? Nee, dabei bleibt's auch. Okay, kommen wir zu den letzten drei. Ich halte einfach mal rein, was du vielleicht hast. Also wenn du das hast, das ist eigentlich, finde ich, eine voll gute Idee, was man machen könnte. So. Ich bin in die Premier League gegangen und ich dachte mir so, du hast gerade meine Team of the Year Karten rausgehauen, also die Nominees. Ich brauche neue, Digga. Deswegen Vertonghen, Alderweireld und im Tor Hugo Lloris, Road to the Final Karte. Ja, da ist sie. Ja, kannst du mal halten. Ich habe aufgeschrieben, Koulibaly, Manolas, Ospina. Aber Bosio, ich bin gespannt, was du gemacht hast. Bin ich ehrlich. Also, ich hör's dir. Es kann jetzt schon ganz gut sein, dass du jetzt drei Stück hast. Ich hoffe es so sehr. Wirklich. Ich stell die jetzt mal rein, die Kollegen. Ja? Es muss ja ein Brasilianer sein. Richtig. Ist es Paulista? Ist es Juan Jesus, von dem wir die ganze Zeit geredet haben? Oder vielleicht ein Eder Militao? Du darfst jetzt raten, für wen ich mich entschieden habe. Du sagst so Jesus. Wieso sagst du nicht so Marquinhos vielleicht? So in die Richtung möglicherweise. Warum nicht Marquinhos? Weil ich ihn wahrscheinlich nicht genommen habe. Oh mein Gott. Sag, wen du aufgeschrieben hast. Marquinhos, Kera und Navas. Oh mein Gott! Nein! Hast du nicht gemacht! Was los? Du hättest alle meine drei gehabt! Wie hätte ich alle drei gehabt? Ich hab Marquinhos genommen! Aber Marquinhos, Kimpembe, Areola! Du hast nicht warte mal, Areola geht nicht. Ja, Areola geht nicht! Hä, wieso geht er nicht? Weil der spielt nicht bei Paris mehr, sondern bei Real. Das ist ein Fehler sozusagen, dass er noch im Dreamscott ist. Das bedeutet, jetzt hast du ja zwei Bronzespieler eigentlich in der Runde. Und weißt du, was das jetzt eigentlich heißt, Bosio? Woher soll ich denn das wissen, Digga? Theoretisch hättest du ja wissen können, so, dass er da nicht spielt. Bosio, ich möchte hier im Namen meiner Community, weil ich weiß, die werden sonst nicht gut. Nee, sag nicht mit Community. Das ist so. Ey, ich hab ihn nicht umgebracht. Die haben alles gesehen, die umbringt. Ich, Antonio Tone Tabak, geboren am 1. Mai, möchte, dass du jetzt einen Stürmer ins Tor stellst, der Bronze ist, weil du halt ein bisschen gechoked hast. So ein Ding. Okay. Jungs, lass dafür einen Daumen nach oben da. Meine Verteidigung und mein Torwart steht 1,89. Alles klar. Und? Der hält! Das ist ein Stürmer! Bosio, hör auf! Nein! Nein! Das war so wacky! Jetzt haben wir Platz. Let's go! Jetzt hat man es gemerkt! Jetzt hat man es gemerkt, dass da halt ein Bronzestürmer war. Ja, du nimmst dich da raus. Ja, gut! Hä? Was? Wohin? Oh, den hab ich geriecht. Gerochen. Ja! Was? Ja. Wohin? Digga, ich nehme extra! Das kann doch nicht wahr sein! Nein, das war Hand! Ref! Ich schieß! Ja! Nein! Was ist hier los? Aber das war Hand, Digga! Also, ich weiß nicht. Als ob ich kein Tor machen kann!
Elfer! Elfer! Er gibt den Elfmeter. Ich bin... Ganz klar. Ich wollte halt den Ball spielen, ist ja logisch, ne? Du schießt in die Mitte! Let's go! Was? Du, nein, ich hab ihn in die Bande! Es kann doch nicht sein, dass ich keine Tore mache! Gut. Komm. Aguero. Alles klar. Mit 100. Mach ihn! Puh. Ich bin so lost. Ich bin absolut maximal lost. Das gibt's doch nicht, Mann! Es reicht! Nimmt mich aus dem Leben dreimal. Crespo, bitte jetzt. Nein, du bist mein... Ich musste, Digga. Ganz normal, es tut mir leid. Ich musste, es war. Aber Digga, der wäre wieder nicht reingegangen, hätte ich selbst. Ey, ich bin wirklich, Jungs, an dieser Stelle. Aber ich bin einfach schlecht. Oh, dein Torwart fängt. 90. Minute. Nicht Elfmeterschießen. Ich gehe ins Elfmeterschießen. Aber ich kann froh sein, dass ich ins Elfmeterschießen gehe. Ich habe einen Stürmer am Tor, Digga. Das ist sau schlecht. Du hast, aber es ist mir. Das ist das Beste, was dir hätte passieren können, Digga. Ja, aber mal schauen. Weil der Typ kann nicht hechten, weißt du, was ich meine? Glaubst du? Ja, was wir glaubt, das ist ein Stürmer. Hallo? Ja, ich dachte bis jetzt auch, dass er nicht hechten kann, aber ja gut, ich hab. Ja. Okay. Ja! Das war mein Torwart. Wenn du den machst, hast du gewonnen. Das ist richtig. Nein! Ja! Oh mein Gott, Digga, der Kreis war riesig! Oh mein Gott! Digga, der war so riesig! Ich denk mir so, schieß die Mitte, wohin, Digga? Digga, ich bin so happy gerade, gell? Ich schwör's dir. Ich hätte zwar einen Kollaps fast bekommen, dass ich nichts getroffen habe. Ja, ist so. Aber heftige Aufnahme, ey. Jetzt gehen wir rüber, Leute, zum Discarden, Alter. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Okay, Ladies and Gentlemen, hier ist euer Verlierer des heutigen Tages und der hat umgestellt. Du darfst jetzt dir einen Spieler aussuchen. Ich habe die 4-3-1-2 und einen Pick hast du. Und ich habe ein paar Spieler, die was wert sind, wie... Ja, kennst du ja. Wer wäre was wert, dass ich... Ja, Aguero 200k, Modric über 100k, Ding, Loris fast 200k, dieser Alderweireld oder wie er auch heißt, also weiß ich schon, Vertonghen oder so. Es sind vier Spieler drin, die wertvoll sind, sagen wir es so. Ich nehme deinen rechten zentralen Mittelfeldspieler. Was hast du gesagt? Rechter ZM. Das war der letzte Spieler, den ich umgestellt habe, Jungs. Der Controller liegt. Wisst ihr, was ich als letztes gemacht habe? Mir fällt es jetzt auch gerade wieder ein, wen ich getauscht habe. Ich habe den linken ZM mit dem rechten ZM getauscht. Und der linke ZM, den juckt kein Mensch. Also, ich habe schon eine kleine Bindung mit ihm aufgebaut. Aber, Bruder, du triffst Luka Modric. Team of the Week, Digga. Luka Modric! Ich habe Modric getroffen! Du hast meinen zweitbesten Spieler getroffen. Alles klar. Ja, endlich habe ich einen Tabak etwas diskartet, Bruder. Minus 120, 30.000. Dankeschön. Dankeschön. Bruder. Oh mein Gott, es ist Weihnachten, dass ich mal diese Ehre habe, dir was zu diskarten, Tabak. Ja, alles klar. Aber ganz ehrlich, wenn man sich so die Gegebenheiten anschaut, da habe ich das 100% nicht verdient. Freunde, lasst für diese Folge einen Daumen nach oben da. Checkt gerne die Folge bei Bossio ab. Aguero zeigt euch den Weg zu dem Bossio. Da müsst ihr hingehen. Ich würde sagen, die Folge war einfach brutal. Ohne Schmarrn, Leute. Supportet das Ganze. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Letzte Worte gehen an Bossio. Haut's dann, euer Tabak und ciao. Also Freunde, wirklich, es ist legendär, dass ich wirklich mal gegen Tabak was Gutes abstoße. Wenn ich überhaupt mal gewonnen habe, dann war es immer was Schlechtes. Aber wirklich, krasses Spiel. Aufnahme hat Bock gemacht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. And sail away like it's 1988. You just lead us up to me. I can show you the world. We can go through it all.